In Word besteht die Möglichkeit, das Dokument mit einem Passwort zu versehen. Das Ganze funktioniert hier unter Datei, Informationen, Dokument schützen und hier an zweiter Stelle steht mit Kennwort verschlüsseln. Das wähle ich hier aus. Ich wähle mal ein ganz einfaches Kennwort, 123, dann muss ich das entsprechend bestätigen und sage okay. Und jetzt sehe ich hier auch im Informationsbereich, hier steht eine Berechtigung drin und für das Öffnen des Dokumentes ein Kennwort erforderlich. Wenn ich das jetzt schließe, dann habe ich hier mein Dokument und wenn ich hier das öffnen möchte, dann werde ich also erst gefragt nach diesem Passwort und dann kann ich das Dokument öffnen. Wenn ich das Passwort wieder entfernen möchte, dann gehe ich hier einfach auf Datei, Informationen, Dokument schützen, wähle die Option wieder aus, lösche dieses Passwort, was hier drinnen ist, sage okay und dann ist diese Funktion wieder deaktiviert. Das Ganze funktioniert natürlich auch unter Excel. Hier heißt es Arbeitsmappe schützen und PowerPoint, da heißt der Punkt Präsentation schützen. Aufpassen, nur weil die Datei schreibgeschützt ist, heißt es das nicht, dass man sie dann nicht löschen könnte.